Hi, ho und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Heute ist Freitagmittag bei mir und meine Mutter macht mir nachher Pfannkuchen warm. Also mache ich das Video schnell, weil ich habe Hunger. Also, ich wollte heute mal mit euch reden über Dinge, die einen an anderen Leuten etwas stören, wo dann aber jemand anders sagt, ach, lass doch. Und ja, also vor kurzem war es so, dass irgendjemand zu mir gesagt hat, wenn jemand schnarcht, das ist doch gar nicht so schlimm. Und ich habe mir gedacht, du kennst offensichtlich keine Schnarcher. Es ist übel, weil mein Vater, der ist ein sehr, sehr lauter Schnarcher. Und ich habe mir so gedacht, ja, nein, ist schon schlimm, wenn du dann die ganze Nacht im Bett liegst und das Gefühl, das Kissen auf die Ohren drücken musst, damit du schlafen kannst. Weil es die ganze Zeit macht. Noch so der, also. Da ich jetzt meinen Vater gerade so furchtbar diskreditiert habe, werde ich auch mich diskreditieren. Ich bin eine furchtbare Sabberin. So. Ich sabber nachts ganz in Niagara-Fälle. Wieso erzähle ich sowas? Ja, wirklich! So. Und meine Mutter ist eine Quietscherin. So. Die quietscht wie ein Meerschweinchen manchmal. So, jetzt haben wir. Jetzt wissen alle unsere Schlafgewohnheiten. Und mein Hase ist ein oller Scharrer. Der kann die ganze Nacht durchscharren. Ist einfach so. Ja, gut. Über meine Geschwister kann ich euch jetzt nichts sagen, weil aber wenn die meistens eingeschlafen bin, war, habe ich schon lange geschlafen. Ja, blöd gelaufen. Ja, aber auf jeden Fall gibt es so Eigenschaften, wie zum Beispiel so lautes Lachen, Schnarchen, Zappern, Quietschen, nachts quatschen, die andere Leute stören, die dich stören. Oder dann aber jemand anders sagt, ist doch gar nicht so schlimm. Und du dir dann einfach nur denkst, doch, es ist schlimm, weil ich das jede Nacht habe und ich das immer wieder erlebe und ja, und ich eine andere Wahrnehmung habe als du. Und für mich ist es das so, dass ich ja wirklich zimmerweit weg sein kann und ich höre trotzdem noch Schnarchen, Quietschen, Quatschen, alles. Und ich finde es dann anstrengend für mich, wenn dann jemand mir sagt, stell dich doch nicht so an oder es ist doch nicht so schlimm oder jetzt lass doch dem anderen auch mal eine Freude, wenn ich mir dann denke, das ist zwar wahr und es ist zwar schön, aber was bringt es mir in dem Moment, wenn ich dem anderen eine Freude lasse, ich dafür aber nicht schlafen kann oder ich dann nicht arbeiten kann oder ich davon gestört mich fühle. Und es ist ja nicht so, dass es irgendwie ist, weil ich den anderen da nicht mag. Nee. Man muss den anderen ja nicht mögen, sondern man kann den anderen ja auch trotzdem mögen. Aber es kann einfach sein, dass man in dem Moment dann genervt ist. Und zum Beispiel ist mein Vater ist auch ein sehr lauter Lacher. Und wenn man dem einen Witz im Auto erzählt, ist das unfassbar anstrengend. Weil dann ist es nicht nur so, dass er lacht, sondern dann lacht er laut. Und zwar richtig laut. Und dann auch noch in einem geschlossenen Raum. Und dann ist es wirklich unfassbar laut. Ich könnte jetzt noch ganz, also unser Nachbar, der sägt. Der sägt wirklich. Also ich meine jetzt nicht so im Sinne von ich schnarche, sondern der sägt. Der hat seine Säge und ich könnte schwören, er liebt seine Säge mehr als seine Frau, weil diese Säge ist immer an, der ganze Sommer über. Man kann nie die Fenster aufmachen, obwohl es hier in dieser Wohnung so warm ist wie in der Sauna, weil der Nachbar sägt. Und zwar sägt er von jetzt, gerade diesem Monat, bis in der August, wenn nicht sogar noch September durch. Und das Ding ist, parallel beschwert er sich aber bei jedem drüber. Er hätte so viel Holz, dass er gar nicht mehr verarbeitet bekommt. Er hätte garagenweise volles Holz. Er wüsste gar nicht mehr, was er machen soll. Aber er sägt trotzdem weiter. Und dann hat mein Vater bis vor ein paar Jahren immer zu uns gesagt, da ist doch gar nichts, ich höre nichts. Und dann, jetzt vor ein paar Jahren, hat er angefangen zu sagen, da kann der Alter mal aufhören zu sägen. Es ist auch so wirklich, es kommt immer darauf an, wo die Wahrnehmung ist. Und es verschiebt sich in dem Punkt auch oft. Also es kann sein, dass dich etwas heute stört, furchtbar, oder dass jemand dir sagt, das stört mich an dir. Und morgen sagt er, ich finde es so charmant, wie du lachst. Und du denkst, okay, gestern war ich dir noch zu laut, aber okay, schön. Ja, und ich finde es dann in dem Moment wichtig, dass man sagt, wenn es einen gerade stört, aber jemand dem anderen auch sein lässt, wie er ist. Im Sinne von ihm dann dennoch sein Lachen zu lassen. Klingt das jetzt doof?
Könnte philosophisch sein. Ja, ein philosophischer Ansatz. Appetit, aber das gibt es ja nicht. Oh Mann, das ist echt hart. Entschuldigt, bei mir und meiner Mom ist das gerade so, wir haben dieses Wortspiel gefunden, das heißt Wortguru, und jeden Abend tun wir da Worte rätseln. Und im Moment sind wir gerade unglaublich genervt, weil wir dieses olle Wort nicht finden. Jetzt gefunden, Peptid. Peptid! Just Chemie. Peptid! Ey, das Ke Ding kenne ich mal Arsch! Es wollte kein WC, kein Klo, aber Peptid. Ehrlich, manchmal frage ich mich. Entschuldigt. Ja, auf jeden Fall. Einen auch nerven. Es können einen nämlich nicht nur Leute nerven, sondern auch Dinge. Wenn zum Beispiel ein Gerät zu laut ist oder wenn ein Lautsprecher, der viel Geld gekostet hat, rauscht oder wenn zum Beispiel an einem neu gekauften PC der Ton nicht funktioniert oder wenn einem irgendwie etwas kaputt geht. Das sind so Sachen, die können einen einfach nerven. Und ich denke für mich persönlich, es heißt immer, ich bin genervt von. Also sollte man nicht anfangen, die Sache zu verfluchen oder die Person, sondern man sollte dann in sich die Ruhe finden, um es einfach auszublenden. Ey, ich könnte jetzt auch noch kommen mit nervenden Technikern, aber ich wollte es nicht sagen, okay? Also, ich sag's nicht. Habe ich jetzt aber trotzdem gemacht. Gut, kann auch sein. Oder so Leute, die alles besser wissen. Besserwisser können furchtbar nervig sein, sprach der größte Besserwisser der Weltgeschichte. Besserwisser und Klugscheißer und auch noch ein Griffelspitzer. Ich gebe es zu. Und ich nerve damit auch oft meine Umwelt. Und ich gebe mir Mühe, es nicht zu tun, aber manchmal passiert es dann dennoch. Es ist ja wirklich so schlimm bei mir, dass ich selbst bei mir, wenn ich irgendwelche Fehler mache, sofort die Korrektur einschalte. Ja, das war eigentlich alles, was ich euch heute erzählen wollte. Ich gehe jetzt zu meinem Pfannekuchen. Man kann es auch Pfannkuchen. Oder man kann es auch Eierkuchen nennen. Elena Riedmeier. Ehrlich. Das war jetzt nicht nötig. Ja. Und werde davon jetzt welche schnabulieren. Und nein, da verbessere ich mich nicht. Ich bleibe bei schnabulieren. Ich werde es nicht essen, ich schnabuliere. Und ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr das kennt, so nervige Angewohnheiten. Was denkt ihr, was habt ihr für nervige Angewohnheiten? Oder kennt ihr jemanden mit so einer ultra nervigen Angewohnheit? Sowas wie zum Beispiel so knibbeln, an den Fingern knibbeln oder an den Fingernägeln kauen oder irgendwie sowas. Und ja, erzählt mir das doch gerne mal in den Kommentaren oder auf Twitter oder Facebook oder schreibt mir eine E-Mail an die bell.riedmeier@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes, entspanntes Wochenende und vergesst nicht, wenn euch jemand nervt, nervt ihn einfach zurück.